Ich bin so froh, dass die Ferien vorbei sind. Ich habe die Schule wirklich vermisst. Aminka, die Schule? Wenn ich keine Schule hätte, würde ich irgendwo auf den Malediven ein Sonnenbad nehmen. Am besten mit Bubble. Oh, Steph. Du hast nur eins im Sinn. Dich entspannen. Mädels. Übrigens habe ich vergessen, euch zu sagen, dass ich Bubble heute nach dem Unterricht zu einem Date einladen werde. Und wir uns vielleicht sogar küssen werden, wenn uns nicht wieder jemand stören Steph, würde. Steph, hast du Bubble überhaupt gefragt, ob er weiß, wie man küsst? Genau. Was ist, wenn er nicht einmal küssen kann? Aminka, ich habe nicht einmal darüber nachgedacht. Und wenn er wirklich nicht küssen kann und ich auch nicht, was werden wir dann tun? Steph, mach dir keine Sorgen. Du wirst das schon herausfinden. Aminka und ich können dir nur viel Glück wünschen. Vielen Dank. Ey, Kamil, wie geht's denn mit Milana? Erzähl mir mal davon. Alles ist gut. Ich will heute Abend mit ihr ins Kino gehen. Oh, cool. Du gehst mit ihr ins Kino. Aber ich hab niemanden. Kann ich vielleicht mitgehen bei euch? Wäre doch eine Idee. Hulk, willst du mich veräppeln? Wie kommst du jetzt auf so eine Idee? Milana wird zum romantischen Date kommen und ich werde dir dann sagen, hi, es ist cool, dass wir heute ein Date haben. Aber ich bin nicht allein. Ich bin hier mit meinem besten Freund Hulk. Da wird sie sich sofort umdrehen und gehen, oder? Mann, und ich nenne dich meinen Freund. Wenn ich mit Angie auf ein Date gehen würde, würde ich dich auf jeden Fall mitnehmen, okay? Zuerst solltest du sie mal fragen, ob sie auf so ein Date überhaupt gehen will, okay? Und dann können wir darüber reden. Keine Sorge. Ich bin sicher, sie vermisst mich und ist nur mit Puzzle zusammen. Weil sie will, dass ich eifersüchtig bin. Seht mal, Leute, 2 Tage im Fitnessstudio und schon ist das hier gewachsen. Fass mal an hier. Oh Mann, Puzzle, du bist ein Ungeheuer, Mann. Bald bist du richtig aufgepumpt und der Hulk wird's dann nicht mehr wagen, dich einen ziemlich dürren Jungen zu nennen. Was hast du gerade gesagt? Ich sagte, dass du bald aufgepumpt sein wirst und der Hulk es dann nicht mehr wagen wird, dich einen ziemlich dürren Jungen zu nennen. Wenn ich das nächste Mal höre, dass du mich als dürren Jungen bezeichnest, dann schicke ich dich direkt auf den Mond, verstehst du das? Was soll das, Puzzle? Sei nicht böse. Ich habe nur gesagt, dass es cool wäre, wenn du deine Muskeln aufpumpen würdest, ja? Also, wenn ich zum Beispiel Puzzle wäre, hätte ich dich schon längst auf den Mond geschickt. Ach wirklich? Wenn du Puzzle wärst, dann würdest du niemals der Puzzle sein, der er ist, okay? Bist du völlig blind geworden, Mann? Siehst du nicht, wohin du gehst, Alter? Entschuldigung, Puzzle, ich komme zu spät zum Unterricht. Das war's, Alter, du bist in Schwierigkeiten. Puzzle, zeig's ihm, Alter. Vielleicht kann er danach wieder besser sehen. Was glotzt ihr so? Fangt ihn ein! Hey, bist du blind oder was? Was ist los mit dir? Aus dem Weg, Mann! Ich verstehe das nicht. Habt ihr alle das Laufen verlernt oder was? Dann werde ich es euch jetzt beibringen. Mädels, wenn Milana und ich heiraten, dann werde ich ihr so ein Auto hier schenken. Seht ihr das? Wow! Es ist so niedlich. Also, was ist los, Alter? Sag Tschüss zu deiner Brille. Puzzle, zerbrech nicht wieder die Gläser. Das ist wieder ein Showdown wegen diesem Puzzle. Ich werde mal mit ihm reden. Los, Puzzle, mach schnell und dann verschwinden wir. Jungs, lass das sein. Hey, Puzzle, nicht anfassen, Mann. Ach, du entscheidest jetzt, was ich mit dem Typ machen soll, Mann. Ich bin doch aus Versehen gegen euch gelaufen. Hast du gehört? Er ist aus Versehen gegen uns gelaufen. Ich verstehe das nicht. Gibt's hier ein Problem? Das war aus Versehen, aber eigentlich bin ich stärker als ihr. Ich kann's euch auch beweisen. Er will mir irgendwas beweisen, Leute. Puzzle, wenn du dich zurückziehst, dann biete ich dir einen Kampf an. Was? Als hätte ich nichts zu tun und würde die Zeit mit dir verschwenden. Komm, gehen wir, Leute. Was ist passiert, Puzzle? Hast du die Hosen voll, weil du Angst hast? Oh. Was hast du gerade gesagt? Puzzle, tu nicht so, als hättest du nicht gehört, dass Hulk gesagt hat, du hättest die Hosen voll, weil du Angst hast, Kleiner. Was sagst du da? Ich habe einfach keine Zeit. Ich und die Jungs müssen trainieren, okay? Sonst hättet ihr eine Abreibung bekommen. Dann geht doch trainieren, ihr Verlierer. Puzzle, hast du das gehört? Er hat uns vor allen Leuten Verlierer genannt. Wir können das nicht so stehen lassen. Geh und kümmere dich um ihn, okay? Okay, Leute, ich mach's kurz und dann gehen wir zum Training, ja? Aminka, glaubst du, dass der Hulk diesen Puzzle jemals in die Finger bekommt? Wenn Puzzle sich nicht bald beruhigt, wird der Hulk ihn auf jeden Fall schlagen. Mann. Wenn es einen Kampf gibt, wird Hulk definitiv vom Campus verwiesen. Warum wird Puzzle nicht rausgeschmissen? Er verursacht wirklich eine Menge Probleme. Lehrer Bugs, wie wäre es, wenn du Yoga zum Pflichtfach machen würdest? Yoga ist keine schlechte Idee. Ich werde es auf jeden Fall in Betracht ziehen. Meiner Meinung nach sollten die Schüler umfassend gefördert werden. Ich habe auch ein gutes Angebot für dich, okay? Von diesem Tag an möchte ich dich zu meiner Assistentin für alle Probleme im Zusammenhang mit dem Campus machen, okay? Ich? Eine Assistentin?
Was ist mit Margo? Leider hat das Auftauchen von Margo auf unserem Campus eine Menge Probleme verursacht, weshalb ich beschlossen habe, sie vom Campus auszuschließen, ja? Herr Max, ich stimme dir voll und ganz zu. Margo auszuschließen war eine wirklich richtige Entscheidung. Sie hat wirklich viel Lärm verursacht. Also nimmst du meinen Vorschlag an? Der Vorschlag ist sehr cool, aber ich sollte es mir überlegen. Also, Alter, wie soll der Kampf stattfinden, hä? Ohne körperliche Gewalt, das geht gar nicht. Wir machen das mit der neuen Space-Kollektion von den wilden Screechern, okay? Die einen Salto von 360 Grad machen und sich in der Luft ohne Hilfe der Hände verwandeln. Und wann? Wähl einen Screecher aus. Warum ich zuerst? Wähl du zuerst einen. Na gut. Ich nehme die schwere Rüstung, weil sie drei Discs auf einmal einfängt. Mach den Mund zu, ich nehme den, okay? Dann nehme ich den Sonnyfisch, der ist auch gut. Aber sei gewarnt, wenn ich gewinne, wirst du es für immer bereuen, mich den Verlierer genannt zu haben, verstehst du? Aber wenn ich gewinne, wirst du dich vor allen Leuten entschuldigen, dass du dich über mich lustig gemacht hast. Kein Problem. Okay, wessen Screecher also drei Discs auf einmal aufhängt, der ist der Gewinner. Also, los geht's! Ja! Puzzle, du bist cool. Jetzt haben wir schon mal eine Disc. Jetzt bin ich dran. Siehst du, Puzzle? Mein Creature hat drei Discs auf einmal gefangen. Du hast verloren. Es scheint mir, dass ich jemanden entschuldigen muss. Oh, verloren. Puzzle, ich hoffe, du wirst dich nicht bei ihm entschuldigen. Natürlich nicht. Hör zu. Denk nicht mal im Traum dran. Ich werde mich auf jeden Fall nicht bei ihm entschuldigen. Puzzle, genau. Puzzle, ich verstehe das nicht. Du hast verloren und hältst sein Wort einfach nicht. Er ist einer, der sein Wort einfach nicht hält. Natürlich hält er sein Wort. Er will sich nur nicht bei irgendjemandem entschuldigen. Ihr solltet uns dankbar sein, dass wir mit euch gespielt haben, versteht ihr? Also wenn ich mein Wort gebe, dann halte ich es auch. Deshalb hat Angie mich ausgewählt. Und du, Puzzle, bist ein ziemlich dürrer Junge und hast überhaupt keinen Rückgrat. Hey, weißt du was? Du wirst nie mit Angie zusammen sein, weil du ein dummer Sportler bist. Hey, du! Ich hab dich gewarnt, mich nicht einen dummen Sportler zu nennen. Oder was sonst? Sonst hagelt Schläge. Hulk, hey! Hast du vergessen, dass du von der Schule verwiesen werden kannst? Er provoziert dich absichtlich, okay? Was stehst du da so rum? Los, mach was, Alter! Leute, hallo zusammen. Ich habe eine gute Nachricht für euch. Von diesem Tag an wird Diana meine neue Assistentin sein. Eigentlich habe ich mich noch nicht entschieden. Du hast es den Leuten umsonst gesagt. Also, Puzzle, entschuldigst du dich jetzt bei mir? Vergiss es. Leute, kommt, wir haben Training. Lehrer Max, warum ist Diana jetzt deine Assistentin und nicht Margo? Weil Margo heute vom Campus verwiesen wird. Geschieht ihr recht, weil sie weiß, wie man die Freunde anderer Leute stiehlt. Puzzle, gut, dass du dich nicht bei diesen Typen entschuldigt hast. Sonst hättest du echt deinen Ruf verloren hier. Natürlich, ich entschuldige mich nie bei jemandem. Aber was ist mit Angie? Das ist was anderes. Angie ist meine Freundin und bei ihr entschuldige ich mich manchmal, okay? Stimmt, Puzzle, es ist echt schlau, sich bei seiner Freundin zu entschuldigen. Übrigens, was hast du mit den anderen vor? Was machen wir jetzt mit ihnen, hä? Das überlege ich mir noch, aber das wird nicht ungestraft bleiben. Puzzle, so sieht's aus. Okay, ich habe irgendwie Hunger. Lass uns was essen gehen, okay? Ja, gehen wir. Melana, ich habe heute zwei Karten für das Kino bekommen. Wollen wir da vielleicht heute Abend hin? Camille, es ist so niedlich. Natürlich werden wir zusammen dahin gehen. Okay, cool. Wir treffen uns dann am Abend, ja? Oh, Camille, ich hab dich gesucht. Wollen wir heute Abend ins Fitness gehen? Hulk, tut mir leid, aber heute kann ich nicht mitkommen. Aber warum denn nicht? Ich gehe mit Melana ins Kino. Kino? Kann ich mit? Macht sie was aus? Grundsätzlich stört es mich nicht. Hulk, was machst du? Ich hab dir gesagt, dass ich ein Date mit Melana habe. Warum mischst du dich da jetzt schon wieder ein, Mann? Das ist ein Date von uns beiden. Aber ich hab Lust auf Kino. Dann geh halt alleine ins Kino. Alleine ist langweilig. Ich will mit euch mit. Wir sehen uns also heute Abend. Ich gehe nicht ins Fitness. Wir sehen uns dann im Kino. Genau wie ich wollte. Wir gehen zu dritt ins Kino. Wie kann ich nur ohne meinen besten Freund gehen? Also, wenn ihr so wild seid wie Creature, Leute, dann folgt dem Link in der Beschreibung. Und abonniert unseren Kanal, liked das Video, klickt auf die Glocke und wartet auf unsere neuen Episoden. Bis zum nächsten Video.